bin schon ready für die Playa. Gehen wir noch mal kurz in den Supermarkt. Thema: Wer einem kranken System oder in einem kranken System dient, wird selber krank. Und das glauben die meisten Leute nicht. Jetzt war ein Freund, der Robert, kurz in Deutschland. Auch er lebt in Amerika. Und hat berichtet, wie die Leute sind. Er hat dort viele Leute getroffen, alte Freunde. Nach 3 Jahren war er wieder mal da. Ja, wie diese Leute angepasst sind, wie sie sich runterdrücken lassen. Ja? Und wie sie aller Freiheit beraubt werden. Und trotzdem glaubt jeder Einzelne, er steht drüber. Ja, er hat das an der Hand. Ja? Ja, das ist aber nicht so. Sondern schleichend passt man sich doch an. Und das, und letztendlich sind dann fast alle Hochleistungsneurotiker. Und diese Bevormundung, was man nicht alles erfüllen darf, Hassparagraph, ja, und was man nicht alles sagen dürfte und die ganze Zensur, ja, dieses Regime, ja, das hat Tradition, ne? Das hat Tradition. Ihr müsst euch das wirklich überlegen. Ja? Also ob man erstens einmal, wie weit man das selber wirklich unter Druck gerät und sich krankhaft anpasst. Ja? Also ich finde, das Bier ist hier viel besser. Ja? Greift da gern zum Pilsen 6.0. Kostet 1670 für die, die es interessiert. Ja, das sind ungefähr 2 Euro. Und kopfwehfrei. Ja, kopfwehfrei. Und jetzt geht es dann an die Flyer. Bitte Leute, überlegt euch das. Ja. In so einem System, wo einem alles vorgeschrieben wird, ja, sogar die Gefühle, ja, was man denken darf, was man schreiben darf. Ja. Für mich als Schriftsteller ja überhaupt untragbar. Buenos dias! Hola, Freya! Also Leute, wir sehen uns jetzt gleich unten wieder am Strand und pura vida. Dombi Zuchtplantage. Warum du anders bist, wenn du dich für solche Themen interessierst. Ich habe jetzt gerade Gabriel hier an der Kasse, habe ein bisschen was davon erzählt. Der ist ja sehr geschichtsinteressiert. Der kennt die österreichische Geschichte weitaus besser als der Durchschnittsösterreicher. Und ja, der ist ganz verwundert. Ja. Aber grundsätzlich ist es so ein beschränkendes System. Ja, erzeugt beschränkte Menschen. Ja. Und ich als Psychologe, ich habe sie in Deutschland und auch in Österreich ja ständig mit beschränkten Menschen zu tun gehabt. Denn das Lebensfeld entbehrt ja schon ganze Bereiche, nicht nur Spiritualität, sondern überhaupt Interessen. Da geht es ja eigentlich nur noch um Begierden. Ne? Die Begierden, die über die Werbung und überall erzeugt werden. Wenn da nichts mehr da ist, ja, außer Reaktionismus, keine Eigeninitiative, keine Interessen, nichts, was einem am Herzen liegt. Ja. In der romantischen Zeit hat man noch gesprochen von Dingen, die einen nicht nur bewegen, sondern für die man leben und sterben möchte. Ja. Das ist der Geist des Heretikers und Revolutionärs. Kommt da ein Bus an und da steht drauf, ja, Interesse, gleich aufspringen und ein Stück mitfahren. Seht ihr da diese gelben Streifen? Ja? Das erinnert mich an das alte Österreich. Ja? Nämlich bevor Österreich Teil, schaut euch einmal da, schaut euch das an. Ja? Diese wunderschönen Berge, die Kordilleren. Ja, erinnert mich an Österreich, weil Österreich auch diese gelben Straßenmarkierungen hatte. Und ja, wie in den USA. Und als die dann weggegeben wurden, umgemalt auf weiß im Zuge des EU-Beitritts, habe ich schon gewusst, wo es lang geht. Ja. So wie hier, ne? Diese gelbe Linie, das ist einfach. Schaut euch das an. Seht ihr das? Seht ihr das? Ja.
Ja, seht ihr da diese Berge? So geht es da in ganz Costa Rica. Ja. Und wo geht's hin? Auf den Strand. Heute ein bisschen weiter weg in La Cruz. Ja, da gibt es einen schönen Golf. Da gibt es in etwa 20 Strände. Ja, also ein Golf mit 20 Stränden. Da kommt man vom Berg runter und sieht wunderbar auf diesen Golf herab. Und das Besondere ist, der erste Strand im Süden, ja, der hat da wirklich über 30 Grad, also so wie da üblich heute, halt so 34 Grad Wassertemperatur. Und der letzte liegt unter 18 Grad. Ja. Das ist schon der Grenze von Nicaragua. Da pfeift der Wind über einen hohen Berg, einen hohen Grenzberg runter. Und da kann man sich wirklich das Wässerchen nach Temperatur und Vegetation aussuchen. Das ist einfach unglaublich. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Seht ihr das? Halte ich die Kamera richtig? Ja? Seht ihr die Kordilleren? Ja? Wie Miriam Weichselbaum sagt, ja, Natur pur. Ich bin so glücklich, ja, diesen Weg von Österreich weggenommen zu haben in dieser Zombie-Gesellschaft. Ja. Es war einfach nicht mehr auszuhalten. Es ist die Kordillere, Freunde. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist Costa Rica, Guanacaste. Das ist etwa 10 Minuten von unserem Headquarter in Santa Cruz entfernt. Und es ist einfach so wunderschön. Ja, es ist so wunderschön. Da gehen auch überall die Brüllaffen spazieren, Tukans, ja, Faultiere sieht man von der Straße aus. Diese gelbe Linie. Ich liebe diese gelbe Linie. Ja. Erinnert mich an mein schönes altes Österreich, bevor es zur EU gekommen ist. Oi, 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 oi. Da hat es einen Zoopilot erwischt. Ja. Ein Geier. Ja, wenn man zu gierig ist, dann erwischt es dann früher oder später. Das werden die großen Multis vielleicht auch noch miterleben. Eher später als früher. Seite seht ihr das, seht ihr da diese wunderschöne Landschaft, da ist jetzt eine Brücke. Ja, ich spiele halt so mit Aussteigertum und Revolutionär und unabhängiges Leben. Das ist ja wahr, ne? Da bitte schaut auf die Uhr, meine Arbeitszeit ist vorbei. Es ist 10.06 Uhr. Ja. Ich bin kein Säufer. Aber das Bier da ist so gut, dass man es nicht auslassen kann. Wer kann sich das schon leisten? Ne? Um 10.06 Uhr sein Bierchen zwitschern. Wir sehen uns jetzt dann gleich in der Grenze zu Nicaragua wieder. Und da zeige ich euch diesen unglaublichen, wunderschönen Ausblick, ja, auf den Golf mit den 20 Stränden. Ja. Das ist ja, da könnt ihr euch eine Kabine nehmen, ja, um 10 Euro die Nacht. Du könntest das genießen. Ohne Ende. Ohne Ende, Freunde. Genuss ohne Ende. Ja? Costa Rica Paradise. Und da haben wir gerade einen Herrn. Ich habe ihn gefragt, woher er kommt. Ne? Preguntate, tu soy de que, porque es mucho San Risa. Nein, der Herr kommt aus La Cruz. Er ist ein Einheimischer. Ja, er ist ein Einheimischer und sieht das Schöne hier. Und jeden Tag geht ihm ein Herz auf. Cada dia tu eres feliz por esta vista, ne? Claro, na, yes. Algo lindísimo. La naturaleza. Sag kein Wunder, bitte. Pura vida. Pura vida.